Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gas Station Simulator hier bei mir, beim Opa Gamer auf meinem Kanal. So, wir haben ja mittlerweile 5 Mitarbeiter. Und die machen soweit alles außer tanken. Tanken mache ich noch selbst. Rudi steht da verlassen. Aber es macht nichts, dass er da steht. Stört keinen. Sprit haben wir noch. So, erstmal wieder reinkommen. Ja, der gute Dennis hat sich hier teilweise verewigt. Aber lassen wir ihm seinen Spaß. Kommt er da rausgefeuert? Hm? Wie sieht's hier aus? Hast du noch Mats? Jawohl, ist noch alles da. Habe ich noch welche hier drin? Dann machen wir die schon mal rein. Öl. Gut. Batterien, ja. Batterien haben wir keine mehr. Im Lager zumindest. Und wir haben die Räder alle verkauft. Da muss ich Räder einkaufen. Und das nicht so wenig. Wir haben 6000. So, wir haben noch keine Spiegel mehr. Die hatte ich gerade weggeräumt. Und sollten wir hier mal einkaufen, ne? Denk keine Räder mehr. Das kommt aber selten vor. Und die sind natürlich jetzt teuer. Ja. Die auch. Spiegel natürlich auch. Man ist alles teuer außer Öl. Batterien sind günstig. Dann kaufen wir die mal Eierreifen. Wir müssen Reifen kaufen. Also Räder. So, was haben wir ausgegeben? 2,9. Wir haben 2.500 Lager. Och. Das ist doch gut. Das ist auch deshalb gut, weil wir jetzt wirklich günstig einkaufen können. Wenn wir dann schon beim Einkaufen sind. Moment, was sagt der Kraftstoff? Ist immer noch teuer. Wir haben noch 4. Oh, da ist ja auch richtig Platz jetzt. So, Teddybären, Gebäck und Spielzeug muss ich noch irgendwann einkaufen. Ne? Aber wir können jetzt hier die günstigen Produkte kaufen. Und aufs Lager legen. Denn wir haben so viel. Wo sind wir jetzt? Zigaretten. So viel Platz jetzt im Lager, dass wir uns das leisten können. Ich muss jetzt nur gucken, ob ich auch so viel Geld habe. So, wir waren jetzt bei der Eiscreme. Muss ich mir merken, wir sind bei 900. Das geht ja noch. Ja, das Lager ist noch lange nicht voll. Wo ist meine Maus? Da. Eiscreme, Arme, Autopflege. 1, 2, 3. Zeitungen sind alle günstig. Na komm, was soll's. Hüte. Da kaufen wir alle. Ich glaube. Günstigen kaufen wir dann. Tatsächlich noch einen dabei. Brillen. Da nehmen wir nur die günstigen. Das sind immer so viele. So, Teddybären, Gebäck und Spielzeuge kommen später. Da habe ich noch keine. Ja, auf geht's. Sehr gut. Upsa. Oh, Entschuldigung. Habe ich so eine Kollision, dass ich dich da wegwerfe? Ach, der ist schon da. Guck mal. Ah, machen wir auf den Rückweg. Machen wir die Waschhalle. Bis dahin ist dann der andere auch da. Ist jetzt erstmal Autogramm. Ja. Gut, ich sehe zwar jetzt hier nicht, dass er die Regale jetzt irgendwie vergrößert hat. Aber offensichtlich geht's. Das heißt, Teddy kann sitzen bleiben. So, okay. Genau. So, wenn wir jetzt genug eingekauft haben, werden wir dann
sehen. Hier war alles aufgefüllt. Da kommt schon der nächste. Wir machen dann zwischendurch noch den hier sauber. Haben wir noch Druck? Ja, ich weiß, dass du da bist. So, ja, mit dem großen Lager haben wir jetzt natürlich die Möglichkeit, günstig einzukaufen und in großen Mengen, sofern das Geld mitspielt. Das bedeutet langfristig wieder mehr Gewinn. So. Im Moment habe ich das Gefühl, das Ding hier geht wieder besser. So, hier innen drin. Das ist etwas schwieriger. Ja, also ich muss wirklich sagen. Na? Ja, ja. Halt die Nerven. Komm da rein. Stell dich nicht so an. Hab ich hier alles an? Ja. Immer die gleiche Frage, ne? Ah, doch, man sieht, das hier ist jetzt weiter vor. Brauche ich nicht mehr so weit zu laufen. So. Ja, so langsam fängt es hier an, richtig zu laufen. Ne? Guck dir das an. Hat der eingekauft. Und da ist noch jede Menge Platz. Ne? Dadelü. Gut. Drei am Ausruhen. Reinigen, reparieren. Funktioniert. In der Kasse ist niemand. Uiuiui. Machen wir das mal gleich von hier aus. Angestellte. Wen haben wir noch für die Kasse? Den Jan, glaube ich. Ne? So. Erstmal alle bezahlen. Sprich, Aufgabenliste, bediene die Kasse. George ist, was macht der? Der ist am Reinigen. Und der Ricardo soll dann natürlich die Werkstatt machen. Alles reparieren. So, denn der scheint mir nämlich abgehauen zu sein. Ich bin schon... Ja, genau. So, der ist weg. Da kommt der nächste für die Waschhalle. Und hier steht natürlich, okay, es ist einer da. Reinigung, ne, Reinigung ist auch da, brauche ich nicht selbst machen. Kann mir mal einer sagen, warum das hier so dunkel ist? Das war doch vorher nicht. Kann ich ja Lampen kaufen? Werden wir uns alles angucken, wenn sobald wir zugemacht haben, weil das hier ist im Moment jetzt. Ich keine Zigaretten gekauft. Hä? Hüte haben wir gekauft, da haben wir einige da. So, dann machen wir von denen. Ich habe mir keine Zigaretten gekauft. Jetzt bin ich ja völlig verwirrt. Softdrinks. Oh. Okay. Keine Ahnung, warum das jetzt hier auf einmal so dunkel ist.
Na toll. Kann es denn sein, dass es wirklich als Einrichtung jetzt Lampen gibt? Wäre ja ganz was Neues. Einrichtung gibt es nur Regale. 3,5 Teddybärregal. 239, 272, 255. Na, warten wir mal ab. Ist ja noch nichts passiert. Wo ist denn unser George, der Reiniger? Oh. Wir müssen natürlich Sprit verkaufen, sonst können wir keinen Gewinn machen hier. Wir haben einen nice day, danke. Okay. Ja, den Onkel bezahlen wir dann, wenn es richtig läuft. Ja, der Reiniger scheint irgendwie nicht zu reinigen. Das heißt, wir müssen selbst ran. Ja, man sollte eigentlich zuerst den groben Müll aufheben und dann den Besen schwingen, aber okay. Jetzt sei mal nicht so klein, ich Opa. Das ist ein Fulltime-Job, das Reinigen hier. Das haben wir schon gemerkt, ne? Innerhalb von kurzer Zeit sieht es hier gleich wieder aus. Ja, es wird jetzt langsam Zeit, dass ich den Laden dicht mache. Ich würde aber gerne noch ein bisschen Kohle scheffeln. Schließlich bin ich der Chef und Chef kommt von scheffeln. Sage ich das mal so. Schönen guten Tag. Na. Okay. Waren Sie schon mal in unserer Waschanlage? Die ist sehr gut. Da wird sie sehr schön bedient und werden schön gemacht. Also Ihr Auto. Apropos Waschhalle, sollte ich mal kurz mal wieder hingehen. So, Kasse reinigen. Ja, da ist irgendwas faul. Ja. Da stimmt was nicht. Muss ich gleich mal gucken. Ja, irgendwie geht das Ding hier wieder besser. Obwohl jetzt der Druck doch wieder weit runter ist. Macht das wieder richtig gut sauber. Ich weiß nicht, woran das hängt. Dennis gehört? Ich habe nichts zum Werfen. So. Natürlich ist er da. Und ich habe nichts dabei. Ja, ich habe nichts, was ich nach ihm werfen könnte. Das ist natürlich gar nicht gut. Doch, ich habe was.
Hey. Zau ab. Oh, leck, wie das alles hier aussieht. Guck mal. Dennis, ja. Machen wir alles, wenn ich zumache. Wird das Ding komplett saniert und das wird einige, das wird mit Sicherheit zwei Folgen in Anspruch nehmen. Da gibt es nämlich einiges zu tun hier. Aber ich will vorher noch ein bisschen Kohle scheffeln. So, Kasse läuft noch. Da im Moment nicht mehr kommen, da könnte ich den eigentlich mal kurz in die Pause schicken. So schneller ist er wieder fit. So, was haben wir hier? Haben wir noch Eis da? Eis haben wir noch da, ja. Wird wenig gekauft. Von jedem etwas. Jawohl. Gut, dich bediene ich dann erstmal selbst. Da wird das Band nicht sauber. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Im Moment ist alles etwas seltsam hier. Die Lichtverhältnisse sind merkwürdig. Okay, wir haben 2.36 Uhr. Wir haben schon wieder das Geld zusammen. Theoretisch. Jetzt wollte ich schon gucken. Keine Ahnung. Wieso kommt denn hier keiner mehr? Ist hier irgendwas? Irgendwo ein Stau oder was? Gab es auch schon, ne? Da gab es da vorne einen Stau, da kam hier keiner mehr rein. Wäre ja eine gute Gelegenheit, hier zuzumachen, ne? Weißt du was? Ich mach das auch jetzt. Wenn jetzt natürlich der Partybus kommt, dann ist es halt so. Aber ich habe ein bisschen Geld da und ich kann hier ein bisschen umbauen jetzt. Es wird auch gleich hell, dass wir was sehen. Weil mit den Lichtverhältnissen hier, ich weiß nicht, was da los ist. Das war alles heller vorher. Vor allem diese Ecke hier, die ist so furchtbar dunkel. So, ich hätte noch gucken können, was der Sprit kostet. Da würde ich nämlich ganz kurz wieder aufmachen. Ja, 2 Dollar, das ist immer noch teuer. So, was haben wir da? 305 haben wir noch drin. Okay, da werden wir hier mal wenig umgestalten. Das muss jetzt sein. Die Eistruhen müssen da weg. Ich habe genug Platz im Lager, dass ich das machen kann. So, der Rest bleibt erstmal stehen. Und wir werden jetzt erstmal hier innen drin wieder neu streichen. Vielleicht mal etwas mehr farbig. Ja, das hier wird jetzt einige Zeit in Anspruch nehmen. Das ist schon mal sicher. Wir haben jetzt 18 Minuten. Und das hier sind interessante Farben. Ich weiß noch nicht, was die... Leuchteffekt oder was? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich mache es jetzt mal hier. Die Wand so. Farbe geht, ja, Farbe geht. Ist hell vor allem. Ich kann ja im Moment mit dem Dunkeln hier, das ist ja furchtbar. Krieg ich die Wand? Ich krieg die Wand nicht. Das heißt. Ich
Muss das Regal hier leider kurz mal einsacken. Und dann geht das leider nicht anders. Ich stelle es auch gleich wieder hin, wenn die Ecke sauber ist, aber nur. Na. Ja, so ist gut. So, ja, das muss sein. Ich kann das hier nicht im laufenden Betrieb machen. Das, vor allem kann ich ja den Presslufthammer da gar nicht aktivieren. Ne? Oh ja, wird Zeit. Das ist ja alles vergilbt da unten rum. Vielleicht kamen deswegen keine Leute mehr. Obwohl ich nicht glaube, dass es so tief reingeht. So, jetzt wird's hell. Ah, ich könnte dir. Moment. Wieso sind die überhaupt noch dran? Das ist doch auch seltsam. Ne? Angestellte. Sprich. Ausruhen. Risch kostet doch nur unnötig Geld. Ausruhen. So, es sind sie alle am Ausruhen. Und ihr kriegt erstmal alle euer Geld, dann ist das schon mal erledigt. Ich habe noch 5000, das heißt, ich könnte auch noch ein paar Wände gestalten. Aber erst machen wir mal hier weiter. Wirkt das Ganze schon mal wieder etwas heller. Das ist, weil vielleicht war es auch deswegen so dunkel, weil alles so vergilbt ist hier. Wäre natürlich programmiertechnisch gut ab. Aber es ist sehr realistisch gemacht hier unten mit dem Schimmel. Finde ich schon gut gemacht. Und was auch gut ist, die Farbe kostet nichts. Ne? Da können wir machen, was wir wollen. Gut, vielleicht werde ich noch offscreen hier ein wenig weiter streichen, weil das ist ja jetzt nicht unbedingt so interessant. Werde ich auch machen, ja. Mit dem Streichen fertig bin und an die Umgestaltung gehe, dann werde ich natürlich wieder aufnehmen. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Ja, ich mache es auch einfarbig. Ich hatte vorher überlegt, die Stirnseiten vielleicht etwas anders zu machen, aber irgendwie, weiß nicht. Sieht einfach schöner aus, wenn es einfarbig ist. Na? Da ging es nicht. Warum? Jetzt geht's. So. Die Farbe soll ja irgendeinen Effekt haben, wenn ich das so im Bild, im Vorschaubild da sehe, aber. Ich weiß es auch nicht.
So. Ja, der fehlt natürlich jetzt. Ah, stopp. Ja, ist auch so ein Bug, wenn ich mit Escape da rausgehe, fängt er an zu laufen. Jetzt kommt natürlich das Sandsturm. Ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, denn wir haben jetzt auch Zeit. Den Sack lasse ich liegen. So, außen möchte ich auch eine andere Farbe, aber jetzt nicht unbedingt das Pink. Ich bin im falschen Spiel, ich drücke immer Shift. So, hier innen sieht es natürlich auch wüst aus. Ja. Wird natürlich erstmal alles aufgefüllt. Dann habe ich das schon mal erledigt. Batterien hatte ich, glaube ich, noch. Öl hatte ich auch gekauft. Das war günstig. Batterien waren auch günstig. Ja, ist das Ding auch voll? Sehr gut. So, dann werden wir gleich einen Rundgang machen und hier drin auch streichen. Suche ich mir jetzt auch eine andere Farbe. Aber auch nicht zu dunkel. Wie sieht denn das hier aus? Für eine Werkstatt? Oh, das ist zu dunkel. Nee, das ist ja schwarz. Nee, schwarz nicht, aber grau. Machen wir es hier vielleicht mal so, die Stirnseiten grau. Und die Seitenwände dann im helleren Ton, damit das nicht so dunkel wirkt. Ne? Na. Wir gestalten in Farbe, wie heißt das immer? Ne? Frage ist, wie sieht denn das Grün hier aus? Das ist doch bestimmt für eine Werkstatt richtig gut. Oh, das tut ja weh. Das ist ja mal ein Grün. Da kommt mir eine Idee. Schwarz und Grün, das ist auch sowas, was ich so gerne mag. Dieser Mix. Ja, dieses Grau und dieses Grün, das passt aber auch. Wow, das gefällt mir. Ich glaube, das wird die nächste Farbe in der Tankstelle. Im nächsten Durchlauf. Dauert aber noch etwas. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch eine Vergrößerung gibt jetzt überhaupt. Aber die Vergilbung, die ist ja da. Ich meine, die muss man ja dann wieder entfernen. So, wir haben die 30 Minuten gleich erreicht. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter streichen, innen und außen. Und sobald ich jetzt anfange, mit Brestlufthammer die Wände zu bearbeiten, werde ich wieder aufnehmen. Ne? Bedanke mich fürs Zugucken. Bis dann, euer Opa Gamer. Ciao.